Hey ja, Leute, auf Kanal Mr. Gamble liked und abonniert, und heute machen wir ein Battle, was noch niemand gemacht hat. Was ist besser, die Weltmeisterschaft 2022 oder die EM in Deutschland 2024? Das gucken wir. Heute machen wir ein Opening hier, einmal ein Eco-Pack von Katar und ein Eco-Pack von Europameisterschaft in Deutschland. Los geht's. Als allererstes holen wir einmal diese. So, jetzt haben wir es draußen gegen das Eco-Pack. So, die. Hier sind die beiden. Aus jedem Eco-Pack machen wir ein Team. Ich würde sagen, wir fangen mit der Europameisterschaft an in Deutschland. Genau, und dann machen wir das andere. Also müssen 11 Spieler dann aufstellen aus diesem Eco-Pack. Ich laber nicht so lange rum. Wir fangen an. In diesem Eco-Pack sind insgesamt wie viele Karten? 3 Packs. Dreimal wie viel? Hier soll es eigentlich stehen, wie viele Karten hier drin sind. Gepackt, wir fangen mit dem ersten Pack an. Los geht's, meine lieben Freunde. Wie gesagt, lasst ganz gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Los geht's. Oh, okay. Okay, hier ist das Pack. Los geht's. App QR-Code. Planovic, also Pavlovic, danach Jude Bellingham, yo, wie cool sieht die aus, Jude Bellingham, sehr, sehr wundervolle Karte von dem, danach haben wir Pepe, Bellingham nehmen wir 100%, mit sehr, sehr wichtig für Europameisterschaft, danach Pepe, sehr, sehr coole Karte, nehmen wir auch 100%ig mit, als Pepe, oh, da haben wir wieder einen sehr guten Mittelfeldspieler, Kevin De Bruyne mit Pepe und Bellingham. Das ist eine heftige Kombo. Okay, ich dachte schon, Szoboszlai. Wäre Szoboszlai dann eindeutig gewonnen hier. Bola. Okay, jetzt machen wir weiter. Hier ist das Pack. Okay, wir haben Bola. Ist jetzt kein guter Spieler, den ich jetzt mitnehmen würde. Ja, genau. Bola. Danach Luka Zucic. Ein okayer Spieler würde ich aber auch nicht mitnehmen. Danach Fabian Ruiz. PSG-Spieler würde ich schon mitnehmen, schon einer der besseren Spieler. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Und Elbo würde ich auch sagen, nehmen wir mit, ist ein guter Schweizer, nehmen wir mit. Die nächsten zwei Packs, nächstes Pack, nächstes Glück. Los geht's, Leute. Ich habe so lange keine Katar-Packs mehr geöffnet, vielleicht ein Jahr oder so. Okay, vielleicht kein Jahr, sondern vielleicht ein halbes Jahr. Oh mein Gott, man sieht alles. Okay. Wir fangen an mit Nordrad. Würde ich jetzt nicht mit, würde ich schon mitnehmen. Aber dahinter haben wir Luca Hernandez. Sehr, 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 sehr guter Spieler. Nehmen wir auch 100%ig mit. Danach Harry Kane. Sehr, sehr guter Stürmer. Kann sehr, sehr viel entscheiden in diesem Battle. Harry Kane nehmen wir auch 100%ig mit. Dieses Pack überzeugt. Dieses Pack überzeugt. Eriksen. Eriksen nehmen wir auch mit. Und da ist die nächste Karte, die überzeugt. Und zwar Bonucci. Nehmen wir auch mit. Sehr, sehr guter Verteidiger. Nehmen wir 100%ig mit. Polivka. Melen und Viola. Nehme ich jetzt keinen mit von denen. Jetzt kommen wir zum Special Pack. Jetzt kriegen wir auch eine Limi. Oh. Das Pack sieht sehr gut aus. Fangen wir mal an mit Bihuis. Danach. Wartet mal, hä? Lucas Hernandez und sein Bruder Theo Hernandez. Theo Hernandez ist der bessere von den beiden. AC Mailand Spieler. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir die beiden Brüder. Danach Dasan Vladovic. Sehr, sehr guter Spieler. Nehmen wir auch mit als Stürmer. Captain Robertson. Die Verteidigung steht. Das sage ich euch jetzt schon. Und Frenkie de Jong. Pro-Elite. Wow. Meine dritte Pro-Elite, die ich habe. Frenkie de Jong. Sehr, sehr coole Karte. Nehmen wir auch 100% Schmidt. Lukas Sissic hatten wir schon. Hier ein Schottland-Spieler. Okay, Limi. Ich sag's.
Nein! Frankie de Jong als Limmy hier. Zwei geile Special-Karten von Frankie de Jong. Beide. Wir müssen uns dann für einen entscheiden. Mache ich gleich. Jetzt mache ich eine Mannschaft daraus. Eine Sache habe ich gemerkt, wir haben gar kein Tor gezogen. Also muss ein Spieler ins Tor. Schade. Ich würde sagen, wir nehmen die Pro-Elite mit und die Karte legen wir weg. Weg von Frankie de Jong, genau. Das ist das Endergebnis. Vladovic, Kane, Sturm, ZOM, Bellingham, De Bruyne, ZM mit Eriksen, Frenkie de Jong, so ZDM, ZM, Robertson, Hernandez, links, rechts, FV, Innenverteidiger, Bonucci, Pepe und Lucas Hernandez ist unser Torwart, weil wir hatten keinen Torwart. Das ist ein sehr, sehr gutes Team für Europa. Es geht einfach nicht besser. Aber es fehlt ein Torwart, muss man sagen. Ja, aber wir hatten hier die besten Spieler aus der Europa drinne. Deswegen kriegt das Team trotzdem, obwohl es kein Torwart hat, eine 9 von 10. Muss ich ehrlich sagen, eine 9 von 10 ist sehr, sehr fair gegeben. Auch ohne Torwart, sehr, sehr gutes Team. Boah, wenn es eine 9 von 10 ist, muss Katar richtig viel Gas geben. Also gucken wir, was jetzt Katar 2022 Tick ist Sticker leisten können. Los geht's. Okay, das Eco-Pack geht weg. Jetzt kommt das Eco-Pack von Katar. Boah, habe ich lange das nicht mehr geöffnet. Wir hoffen natürlich auf gute Spieler. Wir können Messi, Ronaldo hier. Okay, man könnte nur aus Europa Ronaldo ziehen, aber hier kann man auch Messi kriegen. 5 Tüten, 25 Karten. Los geht's, würde ich mal sagen. Wir fangen jetzt schon gut an mit Busquets. Busquets. Hinter Busquets, Dolberg. Dolberg, Marco Reus nehmen wir auch mit. Marco Reus, jetzt dahinter ist schon der Torwart und Linkovic. Torhüter brauchen wir, nehmen wir mit. Und Pelleris. Das erste Pack hat 3 gute rausgeholt. Das überzeugt für Katar, muss ich ehrlich sagen. Mal wieder ein Torwart. Das, was Europa gefehlt hat, ist bei Katar zu viel. Armini. Leroy Sané, wieder ein deutscher Sticker. Weiter. Orsic. Nehmen wir auch mit. Amerte. Nehmen wir nicht mit. Und Moduki. Wir haben hier 6 Spieler. Davon 2 Torhüter. 3 Packs haben wir noch vor uns. Nächstes Pack, nächstes Glück. Los geht's. Ein Katar-Spieler. Sehr, sehr gute Spieler sind das nicht. Okay, hier wieder ein Katar-Spieler. Noch ein. Nein. Noch ein Torwart, ein mexikanischer Travera. Nehmen wir mit. Was ein cooler Spieler. Gareth Bale. Sage ich nur. Und John Klee. Nehmen wir nicht mit, aber Gareth Bale nehmen wir mit. Nächstes Pack, nächstes Glück, Leute. Oh mein Gott. Eddie Militaro in Brasilien. Oh. Papiyama. Oh. Wow. Christiansen, Anders Christiansen, nehmen wir auch mit. Morel, Jamne und Lorente. Lorente nehmen wir auch mit, sehr, sehr guter junger Spieler. Let's Pack, let's Glück. Jetzt sollte noch, wenn Messi oder Ronaldo kommt, dann hat es überzeugt. Christiansen, Depay, Memphis, Depay, ich entschuldige mich. Henry, Zimmermann. Karim Benzema! Saudi League mittlerweile. Aber in Katar wären noch sehr, sehr gut. Und Marquinhos Brasil! Oh, Papi Yamaho. Jawohl, guckt euch das mal an, wie cool das ist. Jetzt muss ich da raus ein Team bauen. Es wird sehr, sehr spannend. Also los geht's. So, es sieht das Team aus. Spitze, Karim Benzema, Depay, Marco Reus, Lorente, Sané, Gareth Bale, Busquets, Eddie Militaro, Marquinhos, Christiansen und 3 Torhüter. Und ich habe mich entschieden, diesem Team gebe ich eine 8 von 10 und so gewinnt die Europameisterschaft aus Deutschland. Also das hat mich sehr, sehr überrascht, dass Europa besser ist als eine WM. Egal, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ganz gerne ein Like da und ein Abo. Genau, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.